Hallo ihr lieben Leute da draußen. Juhu. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Far Cry 4. Jawohl, ja. Ja, ja. Da bin ich wieder. Da ist wieder eine neue Session. Naja, egal. Ich wollte ihn erwischen, aber ich habe es nicht geschafft. Schade. So. Ja, willkommen auf jeden Fall wieder zurück zu Far Cry 4 und ja, ich glaube, wir haben ja in der letzten Folge diesen Wachturm oder diesen Aussichtsturm hier, oder, nein, eigentlich Glockenturm, Glockentürme heißen die. Wir haben ja in der letzten Folge den Glockenturm hier eingenommen und hoffen natürlich, dass wir einen weiteren Turm einnehmen können. Und zwar möchte ich mir nämlich den hier einnehmen. Der Glockenturm, der hat es mir irgendwie angetan, schon seit längerer Zeit. Und es wäre doch schade, wenn wir den nicht auch noch übernehmen können. Deswegen setze ich mich da einfach mal drauf und fahre einfach mal dorthin. Ich hoffe, die Karte bringt mich genau dorthin, wo ich hin möchte. So, da gibt es wieder eine kleine Schießerei. Aber das ist mir wurscht. Das ist doch scheißegal. Denn ich möchte einfach nur zum Glockenturm. Ich möchte mich noch nichts abbringen lassen, weil sonst verliere ich mir dann einen Haufen Zeit. Das ist auch nicht gut. So. Also gut. 970 Meter nach. Verdammte Scheiße. Ah, nee. Fuck, warum? Fuck. Ja, genau das. Ich wusste, dass da irgendwo ein irgendwas stehen muss. Ich wusste es. Irgendwo haben die eine Straßending aufgebaut. Ja, ja, genau. Fahr da nur vorbei, Junge. Das ist sowieso nichts zu verlieren. So. Okay, also nochmal das Ganze. Tut mir leid. Tut mir leid für diesen Fail gleich am Anfang. Aber. Alter. Also irgendwas hat der Typ. So. Leck mich am Arsch, du Depp. So. Gibt's ja nicht. Warum müssen die alle immer... Ich übernehme das Geschütz! Scheiße. Nein. Alter, ich hab dich doch gerade abgeschossen, ey. Das kann wohl nicht wahr sein. Wie viel hält denn der aus? Das kann wohl nicht wahr sein hier. Mann. Kann nicht wahr sein, ey. Die halten ja auch was aus hier. Ich knall den zwei, dreimal in den Kopf und er lebt immer noch. So, da ist noch irgendwo was. Ach Gott, immer werde ich von irgendwas abgelenkt. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Kann das denn wahr sein, Leute? Warum werde ich immer wieder abgelenkt durch irgendwas? So fürchterlich. Da will man sich auf dem Weg zum Glockenturm machen und was ist? Plötzlich greifen irgendwelche Heini-Soldaten an. Sehr fürchterlich, sowas. So. Gleich mal alles plündern. Weil die werden. Okay, das sind eine von das sind welche von uns. Die töten wir natürlich nicht. Das sind welche von. Ernsthaft. Leck mich, ey. Lecko.
mio, ey. Warum fahren da immer so viele Trucks vorbei? Ich versteh's nicht. Irgendwann, wenn wir alles übernommen haben, alle Glockentürme, dann gibt's auch kein... So. Guckt euch das mal an. Ich komme nicht mal zum Glockenturm. Jedes Mal bin ich von irgendwelchen Soldaten belagert. Was soll denn das? Hä? Ich jag dir gleich einen Pfeil durch den Kopf rein. Mann. Kann doch nicht wahr sein hier. So. So, kommt da noch einer? Nein, natürlich nicht. Gott sei Dank sieht das die unsrigen. So, jetzt möchte ich aber bitte zum Glockenturm, ja? So. Meine Herren, das nervt schon wieder irgendwie extrem. Furchtbar. Aber ich sag's euch, damit muss man in Far Cry immer rechnen. Dass man immer irgendwie belagert wird mit irgendwelchen scheiß Typen, die einen vom Weg abbringen wollen. Lustig, wa? So, 400 Meter noch, perfekt. Ja, wie soll's noch anders sein, ne? Hätte fast wieder ein Ding, fast wieder ein ganzes... Hallo? Fuck you. Jawoll. Boah! Alter Vater, habt ihr das gesehen? Habt ihr den Scheiß gesehen jetzt gerade? Was ist das denn gewesen? Scheiße! Du Arschloch, du! Du scheiß Arschloch! Nein! Alter, ich hab bald keine Lust mehr. Alter, das kann doch nicht wahr sein! Ja, und ich kann schon wieder beim Turm beginnen. Alter, was ist das denn? Was ist das denn? In der ersten Folge gleich so ein Scheiß, ey. Ja, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Alter, ich sag's euch, das ist ja furchtbar. Das ist ja echt furchtbar. Was ist denn da heute los, sag mal? Irgendwas funktioniert da heute nicht so, wie ich will. Irgendwas funktioniert da heute nicht, aber ganz und gar nicht. Ich will doch einfach nur zu diesem Punkt. Ich will einfach nur zum Glockenturm. Und was ist... Ja, leck mich doch ein. Am Arsch! Mann! Geht mir das gerade auf die Eier hier? 400 Meter hatten wir vorher. 400 Meter! Und diese scheiß Soldaten müssen mir schon wieder all den Weg versperren. Ey, ich raste aus hier! Kann doch nicht wahr sein. Ja, genau, es ist da schon wieder ein Wagen oder was? Nee, okay. Also. Gott sei Dank nicht. Sonst wäre ich jetzt vollkommen ausgerastet. Das spüre ich euch. Dann wäre ich jetzt vollkommen ausgerastet. Wenn da ist wieder ein Wagen gestanden. Alter, ich glaube, ich werde bescheuert. Kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein, Junge. Ich hab euch gesagt, legt euch nicht mit mir an. Kann ja wohl nicht wahr sein, meine Herren. 100.000 Soldaten. Gibt's denn sowas? Könnt ihr mir erklären, was das soll? Warum werde ich hier von Soldaten belagert? Warum? Genau immer dann, wenn man irgendwas machen möchte, wird man von Soldaten belagert. Was soll die Scheiße? Ich verstehe es einfach nicht. Ist doch scheiße sowas. Mal ganz im Ernst gesehen. Ist doch scheiße. So. Jetzt nochmal über die Brücke. Dann sind wir gleich da. Ich hoffe mal, dass wir dann
nicht wieder irgendein Soldat flattballst oder. Ja, super geil, ne? Jo, ich hab's doch gesagt. Mir darf man kein Fahrzeug in die Hand drücken. Das geht nicht. Fahrzeuge und ich in Far Cry 4 haben und in Far Cry überhaupt haben sich noch nie angefreundet. Ich hasse diese Steuerung vor allem. Die Steuerung von diesen Autos. So furchtbar. Aus dem Weg! Hier kommt AJ Gain. So. Alles, was ich haben möchte, ist doch nur zum Glockenturm zu kommen. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Ja, genau. Hier sind wieder. Hallo. So. Haha. Habe ich den erledigt? Aber wirklich fett hier, ne? So. Du bist freigelassen. Vielen Dank. Das war knapp. Gerne doch. 4500. Naja, immerhin ein bisschen was. Bisschen was in der Tasche muss auch sein, ne? So. Alter, aber ich sag euch, das kann nicht wahr sein. Jedes Mal kommt mir irgendwo ein scheiß Soldat in die Quere. Das ist aber jedes Mal so. Jedes Mal. Immer wenn ich irgendwo hin möchte, kommt mir ein scheiß Soldat entgegen. Furchtbar. Einfach nur furchtbar so weit. Meine Herde. Das kann wohl nicht wahr sein. So, okay. Hier wieder ein paar grüne Blätterchen. Ja. Dankeschön. Ja, leck mich am Arsch. Am Arsch. Seid doch bescheuert. So. Leck mich. Seid doch verrückt, ey. Kann nicht wahr sein. Was ist nun los? Whoop. Hallo. Erwischt. Messerwurf Takedown. So soll es sein. Meine Herren. Ihr habt aber auch was miteinander hier. Kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn jetzt die Leiche? Wo ist denn die? Da ist eine, die habe ich gerade erledigt. Wo ist die andere, die ich mit dem Messer erledigt habe? Hallo. Leiche. Hallo. Ich will dich doch nur plündern, Mensch. Wo bist denn du? Scheiße. Die ist weg. Die hat sich weggebeamt. So. WG, statt der Schmerz. Sadisch. Du hast fantastische Arbeit geleistet, Kumpel. Wirklich beeindruckende Ergebnisse. Wie du weißt, werde ich Kyrat für ein paar Wochen verlassen. Und wie immer schmeiß ich vorher eine Party in der Stadt der Schmerzen für meine besten Leute. Die gute Nachricht ist, du bist dabei. Ich melde mich bald mit den Details. Leiste weiter so gute Arbeit und du machst dem Titel eines Korporals wirklich alle Ehre. Manchmal trifft man eine richtige Entscheidung. Manchmal trifft man eine Entscheidung richtig. Paul Depleur. Okay, gut. Hab zwar nichts verstanden von all dem, aber was soll's. Muss man auch nicht, ne? Einfach nur ein Brief von irgendeinem Soldaten, lustig. Hallo. So, weißt du. Ist da alles drin, ne? Hallo. So. Alter, ich kann da Kisten kaputt drehen. Wow. So. Oh. So. Oh, scheiße. Scheiße, das habe ich missgebaut, ne? Ja. So, Wo komme ich denn da? Hä, wie komme ich denn da rauf? Ah, hier. Hier ist eine Leiter, die habe ich gar nicht. Die habe ich gar nicht gesehen. Als wäre das sicher, dass ich sage, du hast die Leiter gerade übersehen. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Vielen Dank dafür. So, hier. Kletter. Kletter, kletter, kletter.
kletter nach oben. So, nochmal. Oh, das haben wir hier. Eine kleine Rampe. Scheiße, jetzt muss ich da drüber trampeln. Hallo. Kann ich... Oh. Geil. So. Arme bitte öffnen, danke. Halt doch mal die Klappe. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso? Hallo? Ist da noch mehr oder was? Juhu. Steht da irgendwer rum? Ja. Nicht, dass da irgendwo einer unten steht. Das habe ich niemanden gesehen. So. Ah, hier. Hab ich schon wieder fast übersehen, das Ding. So, was haben wir denn dann noch? Da geht's weiter. Juhu. Alter, spring doch mal. Jawoll. Ich jag dir gleich was in rein. Okay. Ja, da muss man stark sein, um das kaputt zu machen, ne? Wow, habt ihr den schönen Tiger gesehen gerade? Ist es hier unfassbar. Schönes Tierchen. Aber gewalttätig. So, mit denen sollte man sich besser nicht anlegen. Oh, Medikit. Cool. Fähigkeit. Oh, Fähigkeiten freigeschaltet. Cool. So, Fähigkeiten. Drei Punkte haben wir zu vergeben. Ist ja krass. So, teilweise gelehrte Gesundheitsfehler regenerieren sich viel schneller. Ja, kann man machen, muss man aber nicht, ne? Diese Spritze markiert Gegner und Tierposition. Hält 30 Sekunden an. Oder auf Elefanten reiten. Was ist besser? Pistolen-Takedown könnte man natürlich auch nehmen. Oder Tod von oben. Wäre auch eine Möglichkeit. Wobei ich sage, ich bin es mehr auf die Gesundheit aus. Ich bin mehr auf die Gesundheit aus, dass ich mich heilen kann. Anstatt, dass ich hier auf Kampf setze, weil ich meine, Kampf, man kann immer noch genügend Kugeln verballern, anstatt hier, ja, ihr wisst ja schon, ne? Ne? Wisst ihr ja. So, ja, wieder mal ein Glockenturm erledigt. Den Sender zu erobern war nur ein kleiner Schritt, aber ein Anfang, AJ. Womit habe ich das erreicht? Hallo? Verbündete in der Gegend. Hallo, ich will doch was kaufen. Zu alt für diese Scheiße. Bäm. Ich hab den Adler runtergeholt. Juhu. So. Danke. M34 Mark 4. Scheiße. Immer noch nicht meine Waffe freigeschalten, die ich eigentlich haben möchte. So, schnell Verkauf. 101? Im Ernst? 101? Ist ja krass. So. Kaufen. Ja, einmal ein Körperpanzer auf jeden Fall. Heilspritzen kaufe ich zweimal dazu. Obwohl wir die natürlich machen können, aber naja. So, Pfeile natürlich nachfüllen und alles Mögliche. So. Ja, das werde ich sicher machen. Wobei, mir fällt gerade auf, wir haben immer noch zwei Fähigkeitspunkte zu verteilen. Wie geht denn das? Achso, der hat wahrscheinlich nur einen Punkt gekostet. Oh, nicht schlecht. Ja, jetzt geht es darum, entweder Elefanten reiten oder lieber tot mit Pistole oder tot von oben. Aber ich glaube, tot von oben wäre wesentlich interessanter. Ja, machen wir das mal so. So haben wir einmal in Heilung und einmal in Kampf investiert. Das ist ja auch schön. So, perfekt. Oh, da hat wohl jemand einen Schaden. Totalschaden, würde ich mal sagen. So, was haben wir denn dann noch? Gut, jetzt haben wir da auf jeden Fall mal ein bisschen was frei. So, okay.
müsste eigentlich einen dieser Posten übernehmen. Einer dieser Außenposten müsste ich mal übernehmen. Aber ich traue mir das jetzt noch nicht zu. Weil ich bräuchte erstmal ein Scharfschützengewehr. Das habe ich ja nicht. Wobei, Moment, verkauft ihr denn überhaupt ein Scharfschützengewehr? Wenn ja, dann kann ich mir jetzt im Moment das eine kaufen und danach das andere, was ich sonst immer habe. Kann ich ja mal gucken. Ist der noch irgendwo da? Ja, natürlich. Ich höre ihn bimmeln. Hallo! Kann ich nochmal einkaufen? Danke. So, Waffen. Hat der irgendwo ein Scharfschützgewehr? Ernsthaft? Ist das ein Scharfschützgewehr, so wie ich es mir vorstelle? Oder ist es keins? MP. Was ist das? MP34 ersetzt Rückwerfbogen. Warte mal. Ich guck mal kurz. Davon profitieren wir beide. Nächstes Mal sollten wir mehr Waren austauschen. Nee, das ist leider kein Ding. Kein Scharfschützengewehr. Das finde ich irgendwie schade. AK-47. Habe ich die ausgerüstet? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, ne? Ich glaube, die müsste ich ausgerüstet haben. Ne? Mann, hat der kein Scharfschützgewehr jetzt im Moment? Das könnte ein Scharfschützgewehr sein, aber könnte auch eine Schrotflinte sein. Ich weiß es nicht. Das sieht mehr aus wie ein Scharfschützgewehr. Das ist auf jeden Fall eins, das weiß ich. Das M700. Und ein Scharfschützgewehr habe ich ja immer gehabt. Vier weitere Glockentürme für das Scharfschützgewehr. Okay. Na gut, ich würde sagen, als nächstes nehmen wir den Glockenturm in Angriff. Allerdings erst in der nächsten Folge. Weil die Folge ist auch schon wieder viel zu lang. Und ich glaube, hier sollte ich auf jeden Fall jetzt mal abspeichern. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge werde ich dann den nächsten Glockenturm übernehmen. Weil ich möchte auf jeden Fall gucken, dass ich noch ein Scharfschützengewehr bekomme. Mein Scharfschützengewehr ist mir besonders wichtig, da ich unbedingt die Außenposten irgendwann machen möchte. Mann, das kann doch nicht wahr sein, dass der keine Scharfschützengewehre hat. Kann doch nicht sein. Varia. Entführe zwei Trucks. Scheiße. Einzigartig. Predator. 300.000. Wird aber erst freigeschaltet, wenn man vier Aufgaben vom Typ bewaffnete Exkorte vollendet. Ja, das ist mega scheiße, ne? Dass man da jetzt im Moment noch kein Scharfschützengewehr anscheinend hat. Oder? Nee, Moment mal, die SVD, die kann ich ja eigentlich schon kaufen, ne? Ja, die SVD, die kann ich kaufen. Geil. Geil, dann kaufe ich die gleich mal. Und lege die am besten nicht hierher. Weil noch haben wir keine vier Steckplätze. Das heißt, ich kann erst das mit dem Recurve-Bogen drauflegen, wenn wir einen weiteren Steckplatz für eine weitere Waffe haben. So, Visiere hat die keine, Läufe auch nicht und Magazine auch keine, okay. Farbe. Ja, ich meine, da lässt sich drüber streiten, ne? Gold. Ja, ich gebe jetzt einfach mal Geld aus dafür, ne? Stets ein guter Kunde. Ja, geil, wie geil ist das denn, ey? Juhu! Aber schade, dass die keine Aufsätze hat, also keine, ne?
kein Ding, kein Schalldämpfer oder sowas, ne? Ich hätte es gern mit Schalldämpfer gehabt. Aber gut, wenigstens haben wir jetzt quasi mal ein Scharfschützgewehr, was wir benötigen, um einen Außenposten zu erledigen. Und das werden wir aber in der nächsten Folge machen und zusätzlich noch einen Glockenturm, wenn es sich ausgeht. Also dann, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.